بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى معنا في الطهارة، أنا أريد أن نتكلم عن مسائل مهمة في الطهارة جدا. أولا ما يخرج من الذكر. نعم. Wir sind im Thema der Waschung und wir wollen jetzt wichtige Aspekte in diesem Thema erwähnen. Und zwar als allererstes, was alles, was austreten kann von dem männlichen Glied. يخرج من الذكر البول وهو نجس. نعم. Daraus kann zum Beispiel Urin austreten und das ist unrein. وهذا معروف لا يحتاج يعني إلى تبيين. نعم. Und das ist klar, man braucht jetzt nicht detailliert zu erklären. الثاني المني. نعم. Und das nächste ist diese Flüssigkeit, die austritt bei Erektion. سائل أبيض ثخين له رائحة يحصل بعد خروجه فتور للجسم. نعم. Und das ist eine dickflüssige Flüssigkeit, die hat auch einen Geruch. Und له رائحة ويحصل بعد خروجه فتور للجسم تعب. Und das passiert, wenn man zum Beispiel den Körper stark anstrengt, dann kommt das raus. المني طاهر لأن أصل خلقة الإنسان. مفهوم؟ نعم. Und dieser Mani, der austreten kann, diese Flüssigkeit, ist rein, weil der Mensch selber von Erschaffung an rein ist. تناقش رجلان. Zwei Männer haben sich gestritten. الأول diskutiert. يقول أن المني نجس، والثاني يقول أن المني طاهر. نعم. Der erste sagt, dass diese Flüssigkeit unrein ist, und der andere sagt, nein, es ist rein. فالذي يقول أن المني طاهر يقول تعبت في أن أجعل أصل هذا طاهر ويأبى إلا أن يكون أصله نجس. Dann sagt dieser Mann, der sagt, dass es rein ist, er hat gesagt, ich habe mich angestrengt, zu beweisen, dass der Ursprung von diesem Menschen gegenüber mir rein ist. Aber er sagt unbedingt, dass er unrein ist. أصل خلق الإنسان. نعم. هذا الثاني. وهو المني قلنا طاهر. نعم. Und das ist also die zweite Flüssigkeit. Also dieses Mani, was wir gesagt haben, dass es rein ist. الثالث المذي وهو سائل ليس له لون كالماء لزج يخرج عند التفكير او ما الى ذلك. نعم. Und eine weitere Flüssigkeit, die heißt Madi, hat keine Farbe wie das Wasser und es kommt raus, wenn man seine Gedanken schweifen lässt. نجس. نعم نجس. Es ist unrein, ja. ماذا تصنع إذا نزل منك؟ إذا نزل منك تغسل الذكر والخصيتين حتى ينقطع بإذن الله هذا. تغسل الذكر والخصيتين. Wenn das passiert, also wenn dir das passiert, dann waschst du dein Glied mit den zwei Wunden. الرابع الودي. الرابع هو الودي. سائل ليس له لون كالماء يخرج في الغالب بعد الجماع بعد نزول المني. نعم. Und die dritte Art, ist المني, und das ist auch eine Flüssigkeit wie das Wasser, was keine Farbe hat, und es kommt meistens nach dem Samenerguss. أربع أشياء. Vier Dinge. البول. Das Urin. والمذي والودي. Das مذي والودي. هذه الثلاثة أشياء نجسة والمني طاهر. نعم. Diese drei, die wir jetzt gerade genannt hatten, waren unrein, aber nur das letzte, dieses Mani, ist rein. نعم. لكن ذكرنا أن المذي إذا نزل الأصل أن تغسل الذكر مع الخصيتين حتى ينقطع هذا الذي يخرج وهو المذي. Und wir haben erwähnt, dass wenn dieses Mani kommt, diese Flüssigkeit bei der Erektion, dass du dann unten deine Glieder, deine Gliedmaßen sehr schön wäschst, damit das aufhört, damit es nicht mehr kommt. إذا
وقع شيء من البول او من الودي او من المذي او من النجاسات غائط ومن ذلك على الثوب ماذا نصنع was passiert was machen wir wenn urin oder diese flüssigkeit die bei einer reaktion rauskommt dieses wadi und madi wenn das auf deine kleidung kommt was machen wir النجاسه اما ان تكون مخففه او مغلظه او متوسط ثلاث درجات نعم und wir ازاله النجاسه او النجاسات في ازالتها تنقسم الى ثلاثه اقسام und wir unterscheiden hier in zwischen drei stufen erstmal eine schwache stufe dann eine mittlere also mittelbefleckt und einmal ganz stark befleckt نجاسه مغلظه يعني نجاسه فيها شيء من ليست كالمخففة عكس المخففة يسمى نجاسة مغلظة هذه نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء لابد أن يراق ما فيه من ماء ويغسل سبع مرات أولهن بالتراب und die stärkste Form der Unreinheit wenn sie etwas berührt ist zum Beispiel wenn ein Hund von einer Tasse gegessen hat und diese Flüssigkeit des Hundes das berührt hat, dann muss man dieses Wasser, was in dieser Tasse ist, erstmal wegschütten. Und danach diese Tasse siebenmal waschen, das erste Mal mit Sand oder Erde. Also siebenmal wird das gewaschen und das erste Mal mit Erde. النجاسة المخففة النجاسة المخففة يكفي فيها أن ترش الماء فقط نعم اعطينا كاسه ماء نعم und dann die unterste Stufe ist die sehr kleine Unreinheit das heißt wenn etwas unrein ist aber nur ganz wenig auf die Kleidung gekommen ist dann reicht es aus wenn du Wasser drauf spritzt ja النجاسه المخففه المذي قلنا سائل ليس له لون كالماء لزج يخرج عند التفكير والملاعبه نعم Und wir hatten gesagt, diese Flüssigkeit ist zum Beispiel der Madi. Das heißt, eine Flüssigkeit wie das Wasser hat keine Farbe und es kommt raus, wenn man Erektionen bekommt oder solche Gedanken hat. فالآن هذا الشيخ وهو قادم إلى المسجد خرج منه مادي على سروال نعم. Angenommen, eine Person auf dem Weg zur Moschee kommt von ihm dieses Madi raus, was wir gerade geredet haben. Was macht er? يأتي إلى المكان الذي نزل عليه المني ويأخذ الماء ويرش على هذا المكان وبهذا يدخل يصلي ولا إشكال طبعا يتوضأ لأننا ذكرنا في الأمس أن كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء وذكرنا فيما تقدم أنه يغسل الذكر مع الخصيتين نعم Und diese Person ist auf dem Weg zur Moschee und diese Flüssigkeit kommt raus. Was macht er? Er kommt, nimmt etwas Wasser und spritzt auf diesen Teil der Kleidung, wo es drauf gekommen ist. Natürlich macht er auch sein Wudu, seine Gebetswaschung, weil wir haben gestern erwähnt, dass alles, was vom Menschen austritt, von den beiden Öffnungen, den Wudu kaputt macht und er einen neuen Wudu macht. هذا المذي وكذلك بول الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني غالب طعام هذا حليب الأم يعني دون الحولين نعم und das gleiche Urteil ist bei einem Säugling der männlich ist also ein männliches Baby wenn es zum Beispiel uriniert und dieses Urin kommt auf deine Kleidung aber dieser Säugling muss noch in einem Alter sein wo er hauptsächlich Muttermilch trinkt فبال هذا الصغير على ذوبك. نعم. Und dieser männliche Säugling hat auf deine Kleidung uriniert. ترش الماء على مكان البول واصبح الثوب هذا طاهر. نعم. Du spritzt etwas Wasser auf diesen Ort, wo er drauf uriniert hat und deine Kleidung ist wieder sauber. المني طاهر. نعم. Und dieser Mani, also eine weitere Art, die Mani heißt, ist sauber. لكن إذا كان رطب وجاء على الثوب ترش بالماء نعم يسمى هذا نضح الرش يسمى نضح عندنا نعم
من يعني إذا كان إذا كان على الثوب وكان رطب ترش، وإذا كان جاف تحطه هكذا. نعم. Und wenn dieses Mani, was wir gesagt haben, das reicht, wenn es auf der Kleidung ist und die Kleidung schon nass gemacht hat, dann nimmst du etwas Wasser und spritzt drauf. Wenn es auf der Kleidung ist, aber ausgetrocknet ist, danach, dann nimmst du nur und kratzt weg. وَإِنْ صَلَّ فِي دُونَ أَنْ يَنْضَحُ بِالْمَاءَ أَوْ يَحُتُّهُ فَالصَّلَى صَحِيحَ لِأَنَّ الْمَنِي طَاهِرُ. نعم. Und wenn trotzdem in dieser Kleidung betet, ohne darauf Wasser zu spritzen, oder dieses Mani wegzukratzen, dann ist sein Gebet trotzdem gültig, weil wir gesagt haben, dass der Mani sauber ist. إِذَا مَا هِيَا النَّجَاسَاتَ الَّتِي يَكْفِ فِيهَا الرَّشَّ الْمَاءَ فَقَطْ. نعم. Jetzt wiederholen wir und fragen, welche Flüssigkeiten sind diejenigen, die es ausreicht, über sie Wasser zu spritzen? Al-Madi. Der Madi. وَبَوْلَ الْغُلَامَ الذَّكَرَ الَّذِي لَمْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. Und das Urin eines männlichen Säuglings, der nur Muttermilch nimmt. وَالْمَنِي إِذَا كَانْ رَطُبْ مَعَ أَنَّهُ طَاهِرْ. Und der Mani, also der Samen, er wird sozusagen, wenn er flüssig ist, obwohl er sauber ist, trotzdem spritzen wir drauf. أي نجاسة غير المغلظة والمخففة هي نجاسة متوسطة. نعم. Und jede Unreinheit, die nicht sehr stark ist und nicht sehr schwach ist, ist eine mittlere. مثال البول. Wie zum Beispiel das Urin. أنت في دورة المياه الآن مثلا سقط على ثوبك نقطة من البول. نعم. Du bist zum Beispiel in der Toilette und auf deine Kleidung ist etwas ein Tropfen Urin gekommen. يعني تأخذ هذه النقطة الآن وقعت ولا مفهوم؟ تأخذ هذه النقطة تغسلها بالماء وتعسرها هكذا ثم تخرج تصلي. Diese Stelle, wo ein Tropfen Urin draufgekommen ist, du nimmst diese Stelle, wäschst es mit Wasser, wie gezeigt wurde, presst das Wasser wieder raus und du gehst und betest mit dieser Kleidung. يعني رش ماء ثم بعد هذا يعسر. نعم. البول. الغائط إذا وقع الثوب. الخارج من الدبر. الغائط. كذلك بول البنت الصغيرة التي دون الفطام. أيضا هكذا. رش وعصر. نعم. Und genauso das Urin eines weiblichen Säuglings. Ja, das noch, das auch nur Muttermilch nimmt. Dann genau, da wird genauso mit Wasser erstmal gewaschen und danach gedreht. Und wenn er diese Kleidung nimmt und in die Waschmaschine tut, das ist doch sauberer als nur jetzt zu pressen. أو يخرج منك مذي، فماذا تصنع؟ أسهل ما يكون، إما رش أو رش مع عصر. نعم. Doch es kann sein, dass du nicht zu Hause bist und keine Waschmaschine da hast, sondern hier in der Moschee bist und eine Unreinheit wie zum Beispiel Urin oder andere Unreinheiten auf deine Kleidung kommt. Was machst du? Du nimmst das Wasser, spritzt es drauf und später presst es noch raus. نعم. الآن نذكر آداب قضاء الحاجة. Und heute, jetzt erwähnen wir den Anstand, wenn man sein Geschäft erledigen will. ما هي آداب قضاء الحاجة؟ Was sind diese Anstände? الأصل أنه يدخل السنة أن يدخل إلى الخلاء بالرجل اليسرى ويقدم اليمنى عند الخروج. نعم. اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. Die Basis ist, dass wenn er in die Toilette reingeht, mit dem linken Fuß reingeht. Und dass wenn er rausgehen will, mit dem rechten rausgeht. وقبل أن يدخل يقول بسم الله. Und bevor er reingeht, sagt er Bismillah. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث. Und dann spricht er dieses Bittgebet, was so viel bedeutet wie, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Jinn. يعني من كل خبيث, سواء من الجن أو من غير الجن. Also vor allem Schlechten und vor allem Dreckigen, sei es von den Djinn oder nicht von den Djinn. Und wenn er dann raustritt aus der Toilette, sagt er Ghufranak. هذا إذا كان يدخل في هذه الحمامات المبنية وإذا كان في الفضاء لابد أن يستتر عن أعين الناس وجوبا. نعم.
Das ist der Fall, wenn er in die Toiletten reingeht, die wir hier haben. Aber wenn er draußen ist, irgendwo in der freien Welt, dann muss er so weit weggehen, bis die Menschen ihn nicht mehr sehen. وإذا لم يجد شيء يستر عن أعين الناس جدار أو شيء من الأشجار يبعد نعم. Wenn er nichts findet, was ihn vor den Menschen schützt, also zum Beispiel eine Wand oder mehrere Bäume, um sich zu bedecken, dann soll er so weit weggehen, bis man ihn nicht mehr sieht. هل يصح أن يبول قائما؟ Ist es erlaubt, stehen zu pinkeln? يصح بشرطين. Es ist erlaubt mit zwei Bedingungen. الأول أن يأمن من انكشاف العورة. ألا تنكشف عورته؟ Die erste Bedingung ist, dass er nicht seine verbotenen Gebiete zeigt. وأن يأمن من ارتداد رشاش البول عليه. Und dass er sicher davon ist, dass das, was er gerade uriniert, nicht zurück auf ihn spritzt. فإذا تحقق الشرطين يصح أن يبول قائما وإلا لا يبول قائما. Wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, dann darf er im Stehen urinieren. Wenn nicht, dann nicht. Dann muss er sitzen. لا يدخل إلى الحمام بالمصحف. نعم. Er darf nicht in die Toilette reingehen mit einem Koran in der Hand. وكذلك لا يتكلم بشيء في اسم الله يعني لا يذكر الله لا قراءة القرآن ولا حديث ولا غيره نعم und er darf dort nicht Allah erwähnen oder ein Hadith oder den Koran er darf dort nicht erwähnen in der Toilette أما كلام الدنيا يصح إذا كان لحاجة مثال انقطع الماء وطلب من هذا وهو في الخارج قال أعطني ماء يصح أما أنه يدخل ويضع البلوتوث مثلا في إذني ويبدأ يتكلم وكذا داخل الحمام أو يأخذ الهاتف مثلا نعم. Es ist erlaubt, wenn er gerade in der Toilette ist, dass er Dinge spricht, wenn er das gerade unbedingt braucht. Zum Beispiel, er ist in der Toilette, sein Wasser ist ausgegangen und er sagt, er ruft jemanden von draußen und sagt, bring mir bitte Wasser. Das ist erlaubt. Aber nicht, dass er jetzt ein Kopfhörer hat oder ein Mikrofon und er spricht damit mit jemandem. لا يستقبل القبلة ولا يستجبرها. Er darf weder mit seinem Gesicht noch mit seinem Rücken Richtung der Qibla sein. ولا يبول في مكان يؤذي فيه الناس. Und er darf nicht an einem Ort urinieren, wo es die Menschen stört. المساجد. Zum Beispiel in den Moscheen. أماكن تنزه الناس في الحدائق العامة مثلا أو وقوف الناس عند محطة القطار أو الحافلات. Er darf nicht zum Beispiel an Haltestellen stehen oder Busstellen oder anderen Stellen, wo Menschen sich sammeln. Auch wenn diese Orte, wenn diese Haltestellen, wenn die befüllt sind mit ungläubigen Menschen, er darf das trotzdem nicht machen. وكذلك لا يقضي حاجته تحت الأشجار المثمرة لأن قد تسقط الثمرة على النجاسة. نعم. Und er darf genauso nicht sein Urin oder sein Geschäft dort erledigen unter einem Baum, der Früchte gibt, weil es kann sein, dass diese Früchte da drauf fallen. ولا يبول في الماء الراكد يعني كالمسبح مثلا الماء الذي لا يجري. نعم. Und er darf genauso nicht in einem Schwimmbecken urinieren. إذا كان الأصل أنه يختار إذا كان طبعا في غير الحمامات يختار مكان رطب يبول فيه أكرمك الله لماذا حتى يأمن من ارتداد الرشاش عليه نعم und wenn er gerade draußen ist dann ist es besser dass er sich einen Ort auswählt der schon nass ist dieser Boden der schon nass ist damit wenn er drauf uriniert es nicht zurückspritzt إذا كانت الأرض صلبة يدنو منها يدنو من الأرض حتى لا يرتد الرشاش عليه نعم. Wenn die Erde glatt ist und trocken ist, dann nähert er sich zu dem Boden, damit es nicht zurück auf ihn spritzt. لا ينزع الثياب إذا كان في الفضاء إلا بعد أن يدنو من الأرض يعني لا ينزعها وهو قائم نعم. Er darf, wenn er draußen ist in der freien Welt und er will sein Geschäft erledigen, er darf nicht seine Kleidung hochnehmen, bevor er nicht sich zum Boden runterneigt. فإذا انتهى من البول والغائط نعم. Wenn er also fertig ist danach mit diesem mit seinem Geschäft oder mit dem Urin. وجب عليه أن يقطع هذا الخارج إما بالماء أو بالحجارة والمناديل مثلا. Dann ist es Pflicht für ihn, dass er diese Öffnungen, wo dieses Urin oder dieser Kot rausgekommen ist, wäscht mit Wasser oder Steinen oder Tüchern und anderen.
لا يمس ذكره بيده اليمنى ولكن يمس باليد اليسرى. نعم. Und fasst sein Glied nicht an mit seiner rechten Hand, sondern mit seiner linken Hand. استعمال الماء في قطع الخارج من السبيلين واضح لا اشكال فيه صحيح نعم und dass man das Wasser benutzt um die Stellen zu reinigen wo etwas rausgekommen ist das ist klar man braucht keine Erklärung استعمال الحجاره او المناديل او الاوراق نعم jetzt kommt ja aber dazu dass man Steine oder Tücher benutzt الاصل انه لا يمكن ان يستعمل شيء نجس لقطع الخارج من السبيل لا لأنه بهذا لا يستفيد شيء نعم. Und die Basis darin ist, dass nichts Unreines benutzt, sich zu säubern, nachdem einen Stuhlgang gehabt hat oder uriniert hat, weil das würde nicht keinen Nutzen bringen. فلا بد أن يكون الحجر أو المناديل أو الأخشاب أو الأوراق طاهرة. Und deswegen müssen diese Steine oder Tücher oder alles andere, womit sich reinigen will, sauber sein. ولا تكون لها حرمة. Und die dürfen auch nicht verboten sein. يعني الآن الجرائد العربية لابد أن يكون فيها اسم الله عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز فلا يصح أن يستعملها في الطهارة. نعم. Jetzt zum Beispiel eine arabische Zeitschrift oder eine Zeitung. Unbedingt wird darin entweder Allahs Name erwähnt oder ein Name namens Abdullah oder Abdurrahman. Das heißt, es kann nicht sein, dass sich mit so einer Zeitung trocknet. ولا تكون طعام للإنس أو للجن أو طعام لدواب الإنس أو طعام لدواب الجن. Und es darf nicht sein, dass das, womit sich reinigen will, ein Essen ist, was die Menschen essen können oder die Djinn essen können oder die Tiere der Menschen essen können oder die Tiere der Djinn. الأصل أن يأتي ويمسح أقل ما يكون من المساحات ثلاث مرات. Und die Basis darin ist, dass wenn jetzt etwas in der Hand hat, womit sich reinigen will, säubern will, dass mindestens dreimal drüber wäscht. بعض الناس يظن أنه يمسح من نفس المكان بنفس المنديل ثلاث مرات لا يصح. إما أن يكون المنديل كبير أو يستخدم ثلاث مناديل يمسح بالأول ويرميه ثم الثاني ثم الثالث نعم. Und manche Leute denken, dass mit einem Tuch einmal, dreimal hintereinander die gleiche mit der gleichen Stelle reinigen darf. Das stimmt nicht. Wenn ein kleines Tuch hat wie dieses, dann nimmt ein Tuch, wäscht diese Stelle, säubert sie, schmeißt es weg, nimmt ein weiteres, schmeißt es weg, nimmt ein drittes, schmeißt es weg. أو يمسح بهذا الحجر من هذا المكان ثلاث مرات لا يصح. إذا كان الحجر كبير يمسح مرة من هنا مثلا ومرة من هنا مثلا ومرة من هنا هذه ثلاث مرات أما لو مسح من مكان واحد ثلاث مرات هذا يعتبر كالمرة الواحدة نعم. Und es kann auch nicht sein, dass einen Stein nimmt und mit derselben Stelle dreimal versucht zu putzen oder zu säubern. Nein, sondern wenn es ein größerer Stein ist, dann einmal von der Seite und einmal von der Seite und einmal von der Seite. فإن حصلت الطهارة والنقاء بثلاث مساحات الحمد لله وإلا زاد. نعم. Und wenn es geschafft hat, mit diesen dreimal diese Unreinheit von sich zu nehmen, also diese Orte zu säubern, dann ist es gut. Aber wenn nicht, dann macht noch mehr mal. ولا يصح أن يمسح أقل من ثلاث مساحات. Und es ist nicht erlaubt und nicht gültig, dass weniger als dreimal drüber streicht und zu putzen. كيف يعرف النقاء وكيف يعرف أنه كيف يعرف الطهارة؟ نعم. Und wie weiß dass nach diesem Putzen auch wirklich gesäubert hat und es dort sauber ist? بأن يرجع المنديل جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. نعم. Dass zum Beispiel das Tuch trocken und sauber zurückkommt, wenn es versucht. هل يصح أن يستعمل المناديل أولا ثم بعد هذا يستعمل الماء؟ نعم يصح. Es ist erlaubt oder gültig, wenn man erstmal die Tücher benutzt und danach das Wasser, ja, es ist erlaubt. نعم. طيب. أيضا مما يكون يعني من سنن الفطرة. نعم. Und es gibt weitere Sunnen, die in der natürlichen Veranlagung entsprechen. قص الشارب. Dass man zum Beispiel den Bart hier oben, den Schnurrbart kürzt. وإعفاء اللحى.
und den Bart lässt. إخوانا حلق اللحية كبيرة من كبائر الذنوب. Liebe Geschwister, den Bart zu rasieren ist eine große Sünde. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Und das ist die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستطع اليوم مثلاً أن تعفي اللحية يعني يلعب عليك الشيطان أو كذا أقل من هذا أن تقصها بالمقص لأن قص اللحية بالمقص أهون في الحرمة من الحلق لأن الحلق كبير يعتبر نعم. Und wenn du es heutzutage nicht schaffst, einen Bart zu lassen, dann schneide ihn wenigstens mit einer Schere, denn das ist eine kleinere Sünde, wie wenn du ihn wegrasierst. فهل لا يقدر أحد على هذا؟ Kann jemand sagen, ich kann das nicht? الآن أنت ترى الكفار يعفون لحاهم. Heutzutage siehst du, wie die Menschen das machen. لا يعفي لحيته اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Wie ist es dann mit den Muslimen, die nicht einen Bart lassen, weil der Prophet, aber der Prophet صلى الله عليه وسلم hat doch einen Bart gelassen. نتف الإبط أي الشعر الذي ينبت في إبطي. نعم. Wenn man zum Beispiel die Haare, die in den Achseln sind, Achseln wachsen, dass man die nimmt, das ist auch von der natürlichen Veranlagung. حلق العانة أي الشعر الذي ينبت حول القبل. Wenn man zum Beispiel die Haare wegnimmt oder entfernt, die im Intimbereich wachsen. تقليم الأظافر. Das ist auch von der Fitra. Oder zum Beispiel die Fingernägel zu schneiden. لا يصح أن يترك نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر أكثر من 40 يوم. Und es ist nicht erlaubt, mehr als 40 Tage nicht seinen Intimbereich zu rasieren oder die Fingernägel zu schneiden oder die Achselhöhlen zu entfernen. نعم هذا والله أعلم ما يتعلق بشيء مما يكون من سنن الفطر. شيخ ذكرت سؤال بعد الدرس. نعم. Das sind alles Angelegenheiten, die zur natürlichen Veranlagung eines Menschen gehören.